Herzlich willkommen zurück zu Battletech. Oh, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit gehabt zwischen den beiden Aufnahmen und habe nicht die geringste Ahnung, was hier los ist. Auf jeden Fall reparieren wir gerade ziemlich viel. Ach ja, diese Konvoi, ne? Diese Konvoi-Sache, die so unheimlich problematisch war. Ja, Flashbacks, ja, kommen gerade wieder. Gut, also wir reparieren. Und die Reparaturen gehen alle durch vor den Finanzberichten. Ne, nur die vom Wolverine. Dann lassen wir den Phoenix Hawk, habe ich damals auch schon gesagt, dass wir wahrscheinlich den Phoenix Hawk und Golden Boy eine Runde ausfallen lassen. Oh, endlich mal eine Nachricht von der Konföderation Capella. Meine Vorgesetzten möchten Ihnen ihren Dank dafür aussprechen, fordernde Aufgaben zu übernehmen. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass Capella in dieser Region Fortschritte macht. Schön, wir haben jetzt den ersten Lob bekommen von Liao, den wir uns ja wirklich versuchen anzuschließen. Ja, 58 haben wir. Wir haben noch einen weiten, weiten Weg vor uns, bis wir uns endlich verbünden können. Das geht nämlich jetzt ganz am Ende, glaube ich. Alle anderen Parteien mögen uns nicht. Heftig. Ich habe noch nicht mal gegen alle gearbeitet, aber die anderen mögen uns alle nicht. Ich wusste nicht, dass der Dacronus-Kombinat hier auch vertreten ist in dem Spiel. Ich bin immer viel zu weit links auf der Map, glaube ich, um das zu merken. Egal, ist halt so, ne? Wir werden halt Capella loyal werden. Liao loyal, könnte man sagen. Und dann ist das halt so. Haben wir hier eine Quest, eine Aufgabe, die wir schaffen können. Ein Auftrag, der nicht allzu heftig ist. Diebstahl ist auch eine Art Schmeichelei. Wir machen den einfach mal, ohne viel drüber nachzudenken. Sollte machbar sein für uns. Auch ohne Golden Boy. Die Belohnung lasse ich jetzt mal genauso, wie sie ist. Oder soll ich noch ein bisschen höher gehen beim Geld? Ja, ich gehe noch ein bisschen höher beim Geld, komm. Ja, stimmt, wir wollten erst mal warten, bis der Wolverine wieder heiler ist. Das ist er nämlich noch gar nicht. Und dann nehmen wir den Blackjack mit. Kann Hope dann ja piloten. Aufträge. Diebstahl ist noch dabei. Mehr Geld. Ja, stark genug sind wir eigentlich vom Prinzip her. Dann lasst uns mal loslegen. Leider Wüste, was ja für meine meistens doch etwas hitzeanfälligen Mechs. Ja, wobei sind sie gar nicht mal so hitzeanfällig, aber ich sag mal, sie sind nicht hitzeoptimiert, sagen wir mal so. Ja, also man könnte natürlich noch mehr Optimierung auf Hitze legen, dass man konstant schießen kann, aber. Dann habe ich nachher noch weniger Waffen, da ich ja schon so dermaßen viel Wert auf Panzerung lege. Ne? Man kann ja nur auf eine Sache wirklich Wert legen. Und ich lege halt einfach mehr Wert auf Panzerung. Weil umso weniger Strukturschäden ich bekomme, desto seltener verliere ich komplette Waffensysteme und desto weniger Kosten fallen für mich an. Deswegen bevorzuge ich diesem Spiel sehr stark die Panzerung. Forschungsstation der Piraten einnehmen. Wir vermuten schon seit langem, dass sich eine geheime Forschungsbasis Pirat im Untransystem verbirgt. Aber jetzt wissen wir endlich, wo sie sich befinden könnte. Wir brauchen deshalb einige tapfere und nicht zu uns zurückverfolgbare Söldner, um die Basis einzunehmen, einen Landezone zu sichern und das wissenschaftliche Personal dort zu evakuieren. In Anführungsstrichen. Alles klar. Das sollte möglich sein. Das ist zumindest nichts, wo ich irgendwie schnell sein muss. Also wird mir der Phoenix Hawk nicht dermaßen ne, fehlen. Da sollten die mittleren Battlemechs dann definitiv problemlos mit klarkommen. Auch wenn sie nicht bei mir so dermaßen manövrierbar sind und so schnell und mobil sind wie der Phoenix Hawk. Oder ein möglicher leichter Mech wäre. Command Interface initiated. Okay. Okay, here we go. Kundschafte die Forschungsstation aus. Wir können uns ja schon denken, dass an diesen komischen Dingern hier Geschütztürme dran sind. Also ein Geschützturm sehen wir hier schon mal, zwei Geschütztürme. Hier ist auch einer, ein dritter Geschützturm. Und das ist auch noch einer. Also hier werden wahrscheinlich vier Geschütztürme sein. Aber wir müssen halt damit rechnen, dass es mehr sind als nur Geschütztürme. Ich weiß nicht, ob ich diesen Pfad hier hochkomme mit meinen Mechs. Ich hoffe ja. Das wäre nämlich der beste Pfad.
Solange wir uns mit den Sensoren nicht aufschalten oder uns andere Mechs oder irgendwelche anderen Gegner sehen, sollten wir eigentlich auch recht problemlos nah genug rankommen, ohne dauerhaft unter Beschuss zu geraten im Vorfeld. Ich teile die Truppe mal ein bisschen auf. Natürlich versuche ich, so lange es geht, die Deckung des Waldes mitzunehmen. Da haben wir schon mal Feindkontakt. Wahrscheinlich der erste Tower, ja. Es sind erstmal nur Tower, ich sehe noch keine Mechs. Aber es gibt auch Aufträge, wo man erst die Base einnimmt und die Gegner erst dann kommen. Wo man sie dann halt halten muss. Weil der Schwierigkeitsgrad ist, der Mission zu urteilen, ist es auf keinen Fall eine Mission, wo ich nur vier Türme zerstören muss. Das wäre lächerlich. Ich komme in Reichweite, ne? Für den ersten Turm. Na, dann hauen wir mal rein. Mit unserem Wolverine. Ja. Okay. Ja, die sehe ich schon. Die könnten nicht nur aktiv sein, die werden wohl auch aktiv sein. Was haben wir hier für Geschützturm? Ah, Scharfschützentürme. Die haben, glaube ich, die ganzen multiplen ACs. Das sind die tatsächlichen multiplen ACs, ne? Ja. Dürfte also viermal ACs sein. Wahrscheinlich AC2, weil es ein leichter Turm ist, aber vier AC2s reißen trotzdem dicke, dicke Löcher in meine Rüstung. Aber ich kann mit allen Waffen auf ihn schießen, vielleicht töte ich ihn sogar. Ja, der ist down. Target destroyed. I'm here. So, ihr sprintet bitte weiter. Moving at full throttle. Orders. So, er geht als einziges außen hoch. Waiting for orders. Ja, sprinten bitte. Alles andere macht keinen Sinn. Understood. Moving fast. Ich weiß zwar nicht, ob die Gegner erst zurück zu ihrer Heimat kommen, wenn wir alles zerstört haben, oder sie dann kommen, wenn eine gewisse Zeit abläuft, aber im letzten Fall möchte ich lieber die Türme zerstört haben, bevor die Leute zurückkommen, yep. Damit wir nicht in die Zahlen geraten. Okay, wir wollen so hoch sprinten, dass wir doch keinen Sichtkontakt zum Turm haben, weil es hat ja auch Sichtkontakt zu uns. Also genau hier ist der Flashpunkt. Hier steht mir sicher genug, dass der auch nicht sehen kann. Commander? Ich glaube, du kannst auch links hochgehen, ganz ehrlich gesagt. Double time, let's go! Gib dem Doomjoker bitte ein bisschen Rückendeckung. So. Ich schleiche mich vor zwischen Wald, nutze die eine Runde nichts tun fürs Abkühlen. Ist immer ein Wüstengebiet hier, da sollten wir nicht allzu viel Hitze erzeugen. Receiving you. Du kannst weiter sprinten, Madame. Hauling ass. Sehr schön. Wir haben echt Glück. Anscheinend kann keine dieser Türme Sensoren aufschließen. Und keiner von denen kann Raketen auf uns ballern. Waiting for order. Okay. Ich könnte jetzt in Reichweite von zwei Türmen laufen. Das möchte ich aber gar nicht. Das reicht mir, wenn ich einen sehe. Wieder einer mit 4 AC2s, ne? Ja, 4 AC2s und sogar 2 MGs, die vergesse ich immer, die haben sie auch noch. Targeting for an Alpha Strike. Das sieht sehr gut aus. Ja, der ist ab weg. Wenn die AC10 trifft, hat so ein Geschütz kaum eine Chance. Yes, Commander. So, sie kann aufschließen. Aber nur bis hier. Moving out. So, ich komme noch in keine Reichweite, aber ich kann voranlaufen. Commander? Das gleiche gilt für Shadow Cat in ihrem Kataphrakt. Full speed.
no target. I've got eyes on hostile reinforcements. They're heading your way. Okay, also die kommen nach einer gewissen Zeit. Gut, dann waren wir nicht schnell genug, aber es ist ein wenig schnell geschafft. Aber zumindest haben wir eine sichere Position. Und bisher sehen wir auch nur einen leichten 25 Tonnen Mech. Das dürfte von der Bedrohungsskala ja nun eher niedrig sein. So, ich kriege hier sicher Kontakt mit dem oberen Turm. Und wenn ich wieder einen Alpha-Strike mache, dürfte der eigentlich zerstört sein. Das ist ein Schredder mit KSRs und Flammer. Alter, Flamer hier in der Wüste wäre nicht so lustig, der muss unbedingt drauf gehen. Das sieht aber auch so aus. Ja. Der ist weg, sehr schön. Sehr gut, schon noch ein Turm und jetzt die nächste, aber das schaffen wir. So, vorsichtig vorrücken, im Wald bleiben, Deckung nutzen. Da kommt der nächste Mech. Jetzt richtig gesehen war es 50 Tonnen, ne? Also ein mittlerer Mech. Ja, das ist ein Medium Mech. Das ist schon mal interessant. Die beiden können, also gerade er kann sich ein bisschen abkühlen in der Zeit. Wir haben keinen Zeitdruck, also alles cool. Standing by. Was mache ich mit dir? Ich würde sagen, wieder sprinten, ne? Bis hier können wir ja laufen. Let's move. Du hast mir gerade noch so knapp in Deckung stehen. Gott, bin ich froh, wir sind katafrakt, ganz ehrlich. Oh, was willst du denn machen? Willst du echt von hinten kommen? Das war ein komischer Weg, mein Freund. Vor allem, wie willst du das machen? Wenn du jetzt ganz rumlaufen willst, da hat er vielleicht Jumpshots, keine Ahnung. Soll er versuchen. Jetzt hätte er seinen Turm da allein gelassen, seinen 50 Tonner auch. Die Zeit nutze ich für mich. Ich kann ihn schon mal ins Visier kriegen. Mit dem Centurion. Schon mal die ACC dahin ballern wahrscheinlich, ja. Ist doch eine gute Trefferchance. Ein Enforcer. Ist der erste Enforcer, den wir sehen, glaube ich. Roger that. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ist, glaube ich, meistens ein Long-Range-Mech. Meistens mit einer PPK und einem AK, also AC-Geschütz ausgestattet. Ich glaube, AC-10 und eine PPK ist eine ganz typische Waffe für den Enforcer. Ist aber schon ein cooler Mech. Aber sehr, sehr grundsätzlich halt, ne? Nichts Besonderes, würde ich jetzt mal so behaupten. Wahrscheinlich ist es auch eher ein schwerer Laser und eine AK, oder? Und keine PPK, wie ich gerade gemeint habe. Auf jeden Fall hat er zwei Long-Range-Waffen, das weiß ich noch ziemlich sicher. Standing by. Sie kann auch in Reichweite führen. Aber sie kann auch den Turm angreifen. Und die Türme sind echt gefährlich, deswegen will ich die immer als erstes ausschalten. Das reicht wahrscheinlich für die Tür noch nicht mal, aber ich muss dieses Ding beschädigen. Komm. Fire in. Auf jeden Fall, der nächste Angriff wird es ausschalten, das ist gut zu wissen. Und ich hoffe mal, dass die Flamme von da aus nicht treffen können. Die KSR vielleicht, ja? Puh, das war schon mal die... Okay, dann war es eine AC-10 und ein schwerer Laser, kein PPK, okay. Das war dann Forster nämlich jetzt, hundertprozentig. Systems holding. Da kam jetzt noch ein Mech, ne? Was war es eigentlich? Auch ein 45-Tonnen-Mech, also noch ein mittlerer. Da wird es doch schon wieder ein bisschen interessanter und heißer hier. Aber es sollten wir doch recht sein. Und wir schnappen uns den Geschützturm jetzt, bevor der seine Raketen abfeuern kann. Denn zwei KSR-6 würden schon ein bisschen Panzerung wegspringen. Das muss ja nicht sein. Wir müssen jetzt hier natürlich nicht alle Waffen benutzen, weil das wäre einfach eine Energieverschwendung. Deswegen feuern wir nur einen schweren Laser und die Raketen ab. Die müssten eigentlich ausreichen. Ja, hier nicht. Schön. Das waren alle Geschütztürme. Nur noch die drei Mechs. Ja, Commander. So, unser schwerster Mech geht an die Front. Moving out. Aber trotzdem noch genug Distanz natürlich für die Fernkampfwaffen, weil das ist ja kein Nahkämpfer. Wappen darf sie schon mal. Da kommt der Tonne jetzt wieder von der Seite. Ja, hättest du leer sparen können hinzulaufen, hab ich dir gesagt. Du scheinst halt das Terrain deine eigene Base nicht gut zu kennen, mein Freund. Waiting for orders. Ein bedauerlicher Umstand, wie ich meinen möchte. Wir bringen mal den Blackjack in Position. Das ist zwar nicht die schönste Höhe, aber Hauptsache, sie kann den Enforcer beschießen. Mit allen Waffen, was sehr gut ist. Da würdest du einen Präzisionsschlag fahren lassen. Ich meine, das Koppel werden wir eh nicht treffen, aber
Das ist momentan noch egal, ist wie ich die Chance, zumindest eine 2% Chance. Roger. So viel auf die Beine. Was auch nicht schlecht ist. Auch ein Blackjack. Aber das ist der Laser-Blackjack. Alter, das war viel Schaden. Gott sei Dank reduziert durch die gute Deckung, die wir da hatten. Und die. Das Commander. Ja, diese Blackjacks haben nur Laserwaffen. Die mag ich nicht so gerne, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass die noch krasser überhitzen. Aber. Das ist trotzdem eine mächtige Unit, auf jeden Fall. Eine mächtige Unit. Okay. Yes, Commander. Centurion, den geht's auch super. Das Ding bringen wir schön nach vorne. Im besten Fall schießt er auf den Enforcer. Ja, mit allen Waffen. Linker Arm ist ab, das heißt schon mal eine der Waffen ist weg. Weil er hat seine Waffen grundsätzlich auf dem linken und rechten Arm verteilt. Critical hit, Commander. Das schwächt ihn schon mal gewaltig. Das war, glaube ich, sein Laser, der jetzt weg ist. Aber sein AC hat er natürlich noch. So, ich bin in der Lage, ruhig ein bisschen vorzurücken. So dermaßen schwach ist meine Frontpanzerung nicht. Was ist eigentlich der leichte Mech? Ein Kommando. Ein KSR-Kommando oder ein Laser-Kommando? Ich kann es gerade nicht sehen. Moment, ein KSR-Kommando. Da möchte ich als erstes loswerden, weil die KSRs uns nachher echt nerven. Das hat ihn jetzt zwar kaum behindert, aber der Schaden, den er genommen hat, ist so hoch, dass der nächste Schuss reichen könnte. Aber aua. Ich bin ohne Panzerung. Der hat mir tatsächlich mit der AC-10 ohne Probleme jetzt gerade irgendwo meine Panzerung komplett durchbrochen. Das ist ärgerlich. Das liegt an dem Kataphrakt und Shadowcat. Sie teilt ihre Schüsse auf. Die AC-5 und PPK schießen wir auf den Enforcer und den schweren Laser und den mittleren Laser auf den Blackjack. Ja. Multiple enemies. Locked in. Okay, schöner Treffer. Ich glaube, es geht auch sehr stark auf den anderen Arm jetzt. Wenn der andere Arm auch noch ab ist, dann ist der Enforcer lange nicht mehr so gefährlich. Alter, zwei schwere Laser zur Medium-Laser, ne? Ist schon schmerzhaft. Minimal. Der muss gut Heatskins dabei haben, so viele Waffen abfeuern zu können. Die Energiebase sind in der Wüste. Ready for orders. Centurion bleibt stehen hier, macht seinen Präzisionsschuss wieder auf den Enforcer, auf den linken Arm, weil ich jetzt hoffe, ihn abzuschießen. Dann ist der nämlich ziemlich nutzlos. Hat er, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Einen leichten Laser dann noch, aber der leichte Laser ist mir scheißegal. This should be good. Ja, der hat keine Arme mehr. Das heißt, der lässt nur noch seinen leichten Laser, und der leichte Laser ist wie gesagt kein Problem. Dafür muss erstmal die Nahkampfreichweite kommen. Oder zumindest die Kurzreichweite. So, der Kommando wird mich ein bisschen ärgern, mich jetzt, mit Sicherheit. Mhm. Gut, ich habe jetzt genug von der Front gesehen. Genug getankt fürs Team. Ziehe mich mal ganz vorsichtig zurück. Präzisionsschuss, komm, wir hauen jetzt den Kommando weg. Der ist nämlich fast im Arsch. Ja, ist weg. Das hast du davon, Kleiner. Enemy Mech destroyed. I'm here. Moving out. Jo, wir schließen jetzt nur noch auf den Blackjack, weil, wie gesagt, der Forster ist keine Gefahr mehr. Der muss erstmal zu uns kommen. Also alle Waffen auf den Blackjack. Schön. Man merkt mittlerweile, dass unsere Piloten ziemlich gut. Die treffen auch sehr, sehr souverän und sehr zuverlässig. Definitiv mittlerweile sehr ansehnliche und nutzbare Piloten. Siehst du, er muss erstmal kommen jetzt. Er ist erstmal nutzlos. Das ist super. Good to go. So. Alle Waffen der Shadowcat. Es ist ein bisschen heiß, aber es hält sie noch aus. Auf den Blackjack. Engaging. Bam. Ich glaube, sein mittlerer Torso oder einer seiner Torso-Teile ist sehr angekratzt mittlerweile. Sehr schöne Kamera.
Ja, die schießt einfach Cutter-Frag, das ist mir aber auch ganz ehrlich, ganz recht, weil der hält das locker aus. Besser als wenn sie mal auf mich schießen würden. Mittlerweile laufe ich aber auch echt heiß, ne? Ich könnte hier mal in den Nahkampf gehen. Einfach so, jetzt komm. Ich will auch mal zuschlagen dürfen. Josh, und gleich rechter Torso und rechter Arm zerstört. Können wir mitleben. Standing by. Confirmed. Du und Jude kommen gar nicht so nah ran für den Nahkampf, aber er hat auch noch genug Hitzeleistung, dass er ein bisschen schießen kann. Ich will jetzt die Laser trotzdem um einen reduzieren, weil es immer noch der Enforcer da kommt. Das dürfen wir nicht vergessen. Roger. Und es hat schon noch erreicht. Ja. Bei der Seite gab es kein Torso, kein Arm mehr. Das heißt, der Schuss, wenn er von der Seite kommt, musste den mittleren Torso treffen. Und es hat gereicht. Sehr schön. Yes, Commander. So, sie soll mal einem abkühlen. Die ist schon ziemlich heiß. What's up, boss? Das gleiche gilt für Shadowcat. Confirm. Ja gut, wir müssen die Bars auch nochmal einnehmen irgendwann, ne? Sollte ich auch mal jemanden hochschicken. Der wird jetzt nämlich nah genug rankommen für seinen Laser. Ja. Aber der trifft meine Panzerung, ist mir egal. Damage minimal. Ja, ich gehe jetzt hoch und nehme die Basis ein. Und baller noch mit allen Waffen auf den Enforcer. Wir versuchen zumindest die Beine anzugreifen, auch wenn es wahrscheinlich nichts wird. Aber immerhin doch ein bisschen hat getroffen. Aber nicht genug. Nicht genug. Enemy mech. Critical damage detected. Commander? Move order received. Wir haben noch genug Präzisionsschüsse übrig, um es mal zu versuchen. Feuerin. Das eine Bein ist weg. Ah, er ist völlig zerstört. Er ist völlig zerstört. Ah. Schade drum. Aber so wichtig ist er nicht. Also. Wir haben schon besser. Also Maxi auf jeden Fall auf dem Level an den Forthouse mithalten können. Mission erfolgreich. War eine schöne Mission, hat mir gefallen. Ja, das möchte ich hoffen, dass Liao sich freut. Deswegen machen wir jetzt ja, ne? Mission successful. Für Liaos Freude und für unser Bankkonto. Und wenn wir Glück haben, ab und an für auch ein paar Merkteile. Gut, für die Verteidigungstürme zerstören kriegen wir extra Geld. Ganz ehrlich, wer hätte diese Mission denn ernsthaft gemacht, ohne die Türme zu zerstören? Kein Mensch. Das ist eigentlich. Na gut, ich freue mich drüber. Geld ist Geld. Egal wofür ich es bekomme. Ja, wir nehmen das Stück des Enforcers auf jeden Fall mit. Das macht am meisten Sinn. Ja, tatsächlich alle Mech-Teile bekommen. Das ist schön. Gute Ausbeute, kann man nicht meckern. Zerbrochene Allianzen können erst ein Jahr später erneuert werden. Ganz ehrlich, mach mal erstmal eine Allianz. Wenn du die hast, dann wirst du doch schon gucken, dass du die nicht mehr zerbrichst, sobald. Dann würdest du doch wahrscheinlich locker mindestens ein bis mehrere Jahre brauchen, sowas wieder hinzukriegen. Ja, wobei, okay, die meinen wahrscheinlich, wenn man jetzt bricht und dann mit derselben Partei wieder macht, falls man da noch viele Punkte übrig behält, dann geht das vielleicht. Aber warum sollte man da überhaupt brechen? Okay, der Phoenix braucht noch ziemlich lange, Finanzbericht braucht auch noch ziemlich lange. Wir müssten ein bisschen reparieren, weil der Wolverine hat ein bisschen Strukturschaden genommen. Das sollte aber Klacks sein, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein Tag. Und Kosten sind geradezu marginal. So, wie sieht's mit Erfahrung aus? Können wir da ein bisschen was machen? Ei, ei. Ja, doch. Könnte man. Ich glaube, ich würde da gleich mal wieder die Waffengenauigkeit bei ihm verbessern. Training complete. Bei mir sehe ich keinen Grund, irgendwas zu verbessern. Da spare ich lieber an. Goldenboy hat keine Erfahrung gemacht gerade. Sie können jetzt hier unten ihr nächstes Pünktchen machen und ist damit jetzt komplett Durchschnitt. Am nächsten Mal muss ich mich dann echt entscheiden, was ich bei ihr jetzt lernen will. MechWarrior Training complete. What's up, boss? Bei ihr würde ich tatsächlich am liebsten als nächstes die Genauigkeit wieder verbessern, also spare ich bei ihr auch. Gut, dann machen wir mehr gar nicht da. Und da dieses Spiel bei mir eine große Chance hat, sehr oft in die Überlänge zu gehen, machen wir es heute ein bisschen kürzer. Und ja, beenden den Part. Ich sehe euch beim nächsten Mal, wenn es dann wieder losgeht mit Battletech. Danke fürs Zusehen.